zwei Nähzimmer, 14 Maschinen und ein Wohnmobil. Was Marion mit ihrer Yuki DX7 schon so genäht hat und erlebt hat, hört ihr in dieser Folge von Einfach Näher, der Nähpike Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Näher, der Nähpike Podcast. Ich bin Tanja und ich darf mich in jeder Folge mit einem Gast über eine ganz bestimmte Nähmaschine unterhalten. Dabei soll es darum gehen, was mit dieser Maschine genäht wird, was sie für tolle Funktionen hat, welches Zubehör man braucht oder was vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Wenn ihr mehr Infos oder Bilder dazu braucht, dann findet ihr unten in den Shownotes einen Link zu einem Beitrag über diesen Podcast. Da zeigen wir euch ein Bild von dem Gast und von der Maschine, die vergangenen Folgen und einen Ausblick auf die nächste Folge. Wenn ihr unseren Podcast über Spotify oder Apple Podcast hört, dann könnt ihr uns auch gerne eine Bewertung dalassen. Heute ist meine Kollegin Marion bei mir und wir sprechen über ihre Yuki DX7. Hallo Marion. Hallo Tanja. Schön, dass wir uns über die Yuki DX7 unterhalten können. Ich hatte die DX3 ja mal längere Zeit zum Testen hier, die DX7 dagegen noch nicht. Und bevor wir mit der Technik anfangen, darfst du dich mal kurz selbst vorstellen. Also ich bin die Marion Prim. Arbeite im Nähpark seit 10 Jahren, bin aber schon seit Anfang der 80er Kundin und habe mir eigentlich immer gewünscht, da mal zu arbeiten und zu wirken. Das hast du dann irgendwann realisiert. Habe ich einfach irgendwann realisiert beim Einkauf, so jetzt mag ich nicht mehr, jetzt arbeite ich beim Nähpark. Ja, gut. Einmal frei gelaufen. Ja. Du hast also quasi vorher schon genäht. Wir hatten ja schon ein paar Kolleginnen da, die vorher wenig bis gar nicht genäht haben und dann erst angefangen haben. Bei dir war es umgekehrt. Du hast vorher schon, ich würde jetzt mal sagen, längere Zeit genäht. Ja, so über 40 Jahre nähe ich bereits. Gut, das kann man als längere Zeit gelten lassen. Dann gib uns doch mal eine Zusammenfassung, mit was du angefangen hast, vielleicht deine erste und wie sich das Ganze so entwickelt hat, bis hin jetzt zur Yuki unter anderem, weil ich so viel kann ich schon mal verraten. Die Marion hat nicht nur eine Nähmaschine. Ja, angefangen hat es damals auf der Donauausstellung. Ich wollte eigentlich immer nähen. Meine Oma hat so eine alte Singer-Nähmaschine gehabt, so zum Treten aus Holz mit einem schmiedeeisernen Gestell. Und da bin ich nicht recht zurechtgekommen und hat mir mein Vater eine Husqvarna gekauft. Die wurden damals vorgestellt. Ich wollte immer eine haben, die sehr viele Stiche hat, aber mein Dad war damals schon sparsam. Der hat mir dann einfach nur so eine einfache gekauft. Die habe ich einige Zeit benutzt und bin dann irgendwann, vielleicht 2, 3 Jahre später, beim Einkaufen mal in Straubing über einen Singer-Händler gekommen, habe mir dann eine Singer gekauft, die aber, ja, da war ich einfach nicht so zufrieden. Und dann habe ich geschaut in Karm, oh, da ist auch ein Laden. Und da bin ich dann über den Nähpark gestolpert, damals noch der Nähmaschinen Diermeier. Und da begann meine verhängnisvolle Affäre mit meinen Maschinen vom Nähpark. Da bin ich dann der Petra begegnet, sind wir so ins Gespräch gekommen. Und ich glaube, damals war meine erste Maschine eine Pfaff 1475 CD. Genau, die habe ich dann auch einige Zeit genäht. Und es war halt so, immer wenn man dann in den Nähpark oder damals Nähmaschine Diermeier gekommen ist, Petra hat einen ja immer am Laufen gehalten, so, jetzt gibt es wieder was Neues. Und dann hat man sich halt einmal wieder eine andere Maschine geholt. Kreativ 7570 mit Stickmodul. Die habe ich dann wirklich lange Jahre gehabt. Hab gestickt. War ja eine der ersten, ne? Ja.
die sticken konnte. Genau. Da hast du quasi, du warst quasi technisch immer auf dem neuesten Stand. Ja, weil ich bin halt jemand, der sagt, ich möchte alles machen können, dann brauche ich auch ein gutes Werkzeug. Okay, gut. Und dann ging es weiter. Dann ging es weiter, dann habe ich eigentlich dazwischen einmal zwei Häuser gebaut und bin weniger zum Nähen gekommen, aber die Maschine hat mich eigentlich gut begleitet, die hat alles genäht, von Motorradausstattung, Sissi Bars, ich habe Leder genäht, ich habe alles genäht, aber bloß irgendwann ist halt einmal an der Zeit, wo man sagt, okay, die ist jetzt zu klein. Und da bin ich dann wieder in den Nähpark und habe halt geschaut, was es jetzt gibt. Dann bin ich aus allen Wolken gefallen, dass jetzt die Stickrahmen nicht mehr 10 auf 10 sind, sondern 40 auf 25, so in der Richtung. Und da war dann auch eine nette Kollegin, die halt damals die Verkäuferin war. Und da sind wir dann auf die Bernina gekommen. Okay. Jetzt haben wir schon Singer, Husqvarna, Pfaff, Bernina. Genau, dann bin ich bei der Bernina hängen geblieben. Bin bei der 830 eingestiegen. Da, zum damaligen Zeitpunkt eigentlich auch das größte Modell, das sticken kann. Bin bis zum heutigen Zeitpunkt eigentlich sehr, sehr zufrieden. Habe die aber dann zwischenzeitlich auch abgegradet auf die 880 Plus dann. Und dazwischen bin ja Nähmaschinen begeistert, bin ja dann eingestiegen in den Nähpark und ich habe auch nebenbei mal ein bisschen was von der Technik mitgekriegt, mal auf dem Flohmarkt wieder ein altes Modell gesehen, das mich gereizt hat, das ich mir dann gekauft habe. Und so ist halt meine Sammlerleidenschaft losgegangen und habe halt dann auch einige ältere Maschinen, die ich dann einfach einmal hergerichtet habe. Okay. Genau, aber ich habe auch vom Nähpark natürlich gute Overlock und gute Covermaschine und alles. Okay, gut. Und wann kam dann die DX7 ins Spiel und warum? Die DX7 kam ins Spiel, also tatsächlich da, wo ich gesagt habe, okay, diese 880 Plus, die ist super, aber meine Mutter hat wieder Gardinen abgeschnitten und sagt, du musst mit deiner Nähmaschine kommen und mir helfen. Und die war so schwer, dann habe ich mir entschlossen, ich steige auf irgendein kleineres Modell um, wollte aber dann einfach einmal eine Maschine, die auch alles macht und alles kann. Die hat sehr viel Zubehör, hat einen schönen großen Anschiebetisch dabei, um diese Gardinen zu nähen. Das war einfach für mich damals das perfekte Modell. Okay, und du hast die DX7 ja auch auf Reisen dabei, habe ich gehört. Ja, die hat einen schönen Koffer dabei. Hat einen Kniehebel, hat alles dabei. Also, das ist meine Reisebegleitung im Wohnmobil, weil mei, da ist einmal eine Plane kaputt, da muss einmal eine Gummiband angenäht werden. Dann hat man ein bisschen selber was dabei. Man kann eigentlich ein bisschen was quilten, man kann Leder nähen, ich kann halt alles machen. Also eine sehr vielseitige Maschine. Sehr, sehr vielseitig, hat eine tolle Durchstichskraft, kann mich halt auf sie verlassen und vor allem. Sie ist leise, man belästigt jetzt nicht den Platznachbarn, der dann sagt, was tackert die da den ganzen Tag? Ja, also wenn man quasi aufs Sticken verzichten kann, weil es ist ja eine reine Nähmaschine, Ja. deckt sie eigentlich alle Bereiche ab, von Bekleidung über Ja. Quilten und schwere Projekte. Ja, Gibt genau. es denn irgendeine Funktion, die dir besonders gut gefällt oder die du besonders oft benutzt? Ja, tatsächlich eben diese umschaltbare Stichplatte, dass wenn ich gerade was Dickes genäht habe und jetzt muss ich eine Gardine kürzen oder ich muss einfach schnell was nähen, wo ich eine gerade Stichplatte brauche, ich brauch halt nicht umbauen. Ich kann jetzt, wenn ich unterwegs bin, brauche ich nicht so viel Zubehör mitnehmen. Ich kann halt einfach schnell umschalten und bin flexibel. Ja, erklärst du kurz, wie es funktioniert für diejenigen, die das nicht kennen von Yoki? Das ist also eine Stichplatte, die ein kleines Hebelchen hat. Da kann ich von der 7 mm Stichbreite den Hebel einfach umlegen, unten bei der Spulenkapsel. Und dann macht dicht und dann habe ich bloß noch eine Gradstichplatte. Also habe ich nur noch dieses kleine Öhr, das kleine Loch.
Ich finde es gerade für feine Stoffe perfekt, dass mir Genau. eben gerade am Nahtanfang nichts nach unten geschoben wird, obwohl das ja auch durch andere Sachen beeinflusst wird. Ja. Aber ich finde, man macht es dann auch schneller. Also, weil bei der DX7 wird die Stichplatte ja auch geschraubt. Ja. Und wenn ich da jetzt umbauen möchte, müsste ich ja zwei Schrauben lösen. Ich müsste die Stichplatte mitnehmen in dem Fall, also nicht vergessen. Und so habe ich den Hebel und schalte um. Genau. Und sie sperrt dann ja auch die Stiche, die nicht gehen. Kann eigentlich an der Maschine nichts kaputt machen. Ich kann die Nadel nicht schrotten, weil die Maschine ja nur das dann arbeitet, was sie auch soll. Ja. Oder darf. Jetzt gibt es bei der DX-Serie ja auch noch zwei andere Modelle, die 3 und die 5. Warum hast du dich für die 7 entschieden? Aus einem ganz einfachen Grund. Die DX7 hat die zwei Knöpfe für Stichlänge und also diese manuelle Einstellung für Stichlänge, Stichbreite. Die kann ich während des Nähens nutzen. Also ich brauche nicht vom Nähgut wegschauen. Ich finde das halt sehr, sehr praktisch. Ich kann immer ganz genau arbeiten. Wer schon mal versucht hat, während des Nähens eine Sensortaste zu treffen, Nee, das der kennt den funktioniert nicht Vorteil. wirklich. Genau. Der schätzt den Vorteil eines Drehreglers. Das stimmt. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also an die Drehregler habe ich bis jetzt überhaupt nicht gedacht, weil ich habe ja die DX3 benutzt. Ich dachte jetzt eher, es geht vielleicht ums Zubehör Ja, oder Zubehör um. auch. Also das ist halt ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket, wo man alles drin hat, was alles meine Bedürfnisse jetzt in dem Fall abgedeckt hat. Ich möchte auch programmierbaren Nähversuch, damit ich vernähen noch mit programmieren kann. Ja. Vor allem, sie hat halt auch einen sehr tollen Knopflochschlitten. Den haben zwar alle drei drin, aber der ist halt einfach auch wirklich für alle Materialien bestens geeignet. Genau, das ist der mit der Verbindung quasi und der zusätzlichen Platte Genau. unten dran. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich habe mit der DX3 nämlich Knopflöcher getestet. Und die Jacke, die ich damals damit genäht habe, die habe ich noch. Und wenn ich die anhabe, fällt mir das auch wieder ein, wie ich da wirklich erst mit dem normalen Knopflochschlittenfuß genäht habe, also ohne die Platte. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Also das war so ein Sweat, sehr dick von Swarovski, mit so einer French Terry Rückseite. Ja, das ist was Und dehnbar noch Anspruchsvolleres, ja. dazu, genau. Ja. Und natürlich kein Vlies in der Ja. Knopfleiste. Und das war eigentlich am Anfang wirklich nur ein Knubbel und dann zum Vergleich diese Platte Ja. drunter montiert und die DX3 hat problemlos ein Knopfloch nach Genau. dem anderen genäht. Also der Knopflochfuß ist wirklich hilfreich. Ja, eben. Und das ist halt dann auch für mich jetzt, wenn ich unterwegs bin, dass ich da nicht unbedingt alles mitnehmen muss und ich kann dann flexibel arbeiten einfach. Das ist für mich das Wichtigste. Ja. Wenn mir jetzt einfällt, ich möchte ein Knopfloch machen, man hat ja nicht das Nähzimmer dabei, das komplette, dann, oh, jetzt habe ich kein Vlies, dann kann ich es da auch machen. Ja, stimmt. Sie hat ja diese Harthaube, ich meine auch mit den Ja, Staufächern. genau, das Na? ist sehr praktisch. Da kann man alles drin Ja. aufräumen. Was Und es passt aufs Fußpedal rein und der Kniehebel und die genau. Anleitung. Es passt alles rein und vor allem sie ist auch sehr robust. Sie hat auch schon mal einen Blitzstart mit dem Wohnmobil mitgekriegt, weil mein Mann gemeint hat, so, da kommt der Lastwagen, ich muss schnell noch aus dem Supermarktparkplatz rausfahren, hat links eingeschlagen und dann ist die Maschine geflogen. Und ich habe mir schon gedacht, oh je, jetzt ist aus. Oh, das hat ja gar nichts ausgemacht. Okay. Ja. Thema Ladungssicherung. Ja. Ja, ich meine, soll man natürlich nicht einkalkulieren, das Nein. Umfeld. Aber für den Fall haben wir ja sogar die Vollkaskoversicherung. Also, Genau. wenn jetzt jemand wirklich vorhat, mit der DX7 regelmäßig zu reisen, wäre das meine Empfehlung, die Maschine mit Vollkasko zu kaufen, ja. Genau. Dann ist wirklich alles abgesichert. Gibt es auch irgendwas, was dir nicht gefällt an der DX7?
Was mir nicht ganz so gut gefällt, wenn der Nähfuß oben ist, es versenkt sich nicht automatisch der Transporteur. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen ja, ein flauschigeres Gewebe habe oder ein feineres Gewebe habe, dann rutscht es nicht so gut nach hinten, wie bei einer Maschine, wo er sich einfach versenkt. Okay. Das wäre jetzt das Einzige, was jetzt ich persönlich verbessern würde. Ja, kann man ja mal so weitergeben. Ja. Für die nächste. Es gibt ja auch noch von der DX7 eine Special Edition, die UVP 2000. genau, also Ja. aktuell gibt es sie ja nicht mehr, aber die gab es mal. Die gab es, genau. Sieht aber eigentlich nur ein bisschen anders aus von der Optik her Ja, und und es hatte, gab meine ich, einfach noch ein extra Zubehör, ne? extra Zubehör, genau. Ja, aber im Prinzip das gleiche Modell. Komplett, ja. Nur das Sondermodell davon. Wenn du so über deine Projekte nachdenkst, gibt es eins, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, dass du mit der DX7 genäht hast? Muss ich mal überlegen. Ja, ich habe eigentlich die komplette Wohnmobil Polsterung neu gemacht, weil mir die einfach nicht mehr gefallen hat, weil die bei mir ist in dem großen Multigrade-Tisch versenkt. Da habe ich schöne Auflagefläche, wenn es daheim ist. Und die hat da problemlos alle Dicken durchgenäht, wunderbar, perfekt. Und ich habe dann auch die letzte Anpassung eben draußen noch gemacht, im Freien, habe sie wieder mit rausgenommen, habe ich wunderbar arbeiten können mit ihr. Ja, also ein Zeichen dafür, was ihr alles so verarbeitet, weil Polstermaterialien sind ja jetzt nicht Ja, gerade ohne. genau. Und es ist auch noch dieses Style-Wheel habe ich mit eingearbeitet, aufgeklebt und die hat das wirklich durchgetackert. Die hat da gar nicht gemerkt, dass da was ist. Die hat sich schon auf die Ja. nächste Reise gefreut, Ach so, dass sie wieder ja. mit kann. Da werden ja bestimmt noch ein paar Reisen kommen. Auf jeden Fall. Sie bringt ja schon viel Zubehör mit. Hast du trotzdem noch was dazu gekauft? Diesen Garnrollenträger, den großen, weil den kann man nämlich dann auch für Overlockgarne oder eben für große Garne nutzen, wenn man mal längeres näht oder mehr näht. Das ist eigentlich Ja. sehr, sehr praktisch. Ja, stimmt. Die DX7 hat ja auch oben das Fach, wo die Spulen quasi liegen. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob man es überhaupt aufstellen kann, den Halter. Ich meine nicht. Den Halter kann man oben nicht aufstellen. Ja, Also ich kann genau. den nur ein bisschen ankippen, um die Rolle einzulegen, aber dann auch für Metallic-Garn ist halt dieser Ja. große Halter perfekt, weil ich einfach einen längeren Weg habe. Ja, dann gibt es ja dann als Zubehör zwei Genau. Spulen passen da drauf, ne? Da passt bloß eine drauf bei dem. Eine. Ja, Okay. das ist der mit Die, einer. das werden wir dann natürlich auch verlinken, damit ihr euch das anschauen könnt. Hast du noch vor, weiteres Zubehör zu kaufen? Irgendwie so auf dem Wunschzettel fürs nächste Was, Mal? ja, was mir, nee, was mir jetzt nur einfällt, was ich mir auf jeden Fall noch dazu gekauft habe, das war die Spule für dickes Untergarn, eben um Jeans perfekt abzusteppen. Dann habe ich auch noch diesen ganz schmalen Reißverschlussfuß mir gekauft. Der ist ja relativ neu, ne, für Der ist die UP. relativ neu, genau. Der ist, vorne ist er ja genauso schlank wie der im Lieferumfang, aber er hat halt einfach hinten bei der Aufnahme ganz schmal. Also ich komme dann wirklich ganz nah an die Zähnchen. Stimmt, also für die DX7, es ist ein Reißverschlussfuß dabei. Der ist eigentlich von der Form her so, wie man es kennt von den Genau. meisten Snap-on-Haltern, vorne schmal, hinten breit. Und wer schon mal einen Reißverschluss angenäht hat, der kennt das bestimmt, dass die Rückseite immer so den Reißverschluss ein bisschen wegdrückt, dass man quasi Ja. immer dran ist, die Tasche an den Nähfuß Genau. hinzuschieben. Und der neue Fuß ist hinten auch schlanker, das heißt, ich kann ganz entspannt am Reißverschluss entlang nähen. Genau. Also wirst du wahrscheinlich den, der dabei ist, gar nicht mehr benutzen. Nein, der liegt jetzt schön in seinem Fach. Gut, dann könnte man vielleicht für die nächsten Modelle diesen Reißverschlussfuß gleich komplett austauschen. Also gleich Eigentlich ja. auf die schlanke Version, weil einen Nachteil hat der neue eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nein.
Ja, und diese Spulenkapsel für dicke Garne, willst du das nochmal kurz erklären? Weil es gibt ja auch Genau. Spulenkapsel für Bobbinwart, das ist ja wieder was anderes. Genau. Ja, das ist eigentlich die Spulenkapsel, um Denimgarn oder einfach dickere Nähgarne sauber zu verarbeiten, weil die passen ja in einer normalen Spulenkapsel. Eigentlich passt einfach dieses dicke Garn nicht durch, das bleibt immer hängen und dadurch habe ich halt einfach die Möglichkeit, die einfach zu tauschen. Ich brauche jetzt nicht die andere Spulenkapsel verstellen, weil das ist ja, geht ja meistens schief. Man bringt ja dann eigentlich das normale, die normale Spannung nicht mehr so hin, wie es sein soll. Und deshalb haben wir die dazu geholt. Die kann ich schnell tauschen und kann halt dann für Taschen oder eben für Polsterungen oder für alles Mögliche die gut abstippen. Ja, wie ist sie dann da in Sachen Garne? Verarbeitet sie alles? Hat sie bevorzugte Marken, will ich eigentlich gar nicht sagen, weil eine Nähmaschine eigentlich nichts zu bevorzugen hat. Nee, also ich muss sagen, ich habe jetzt ein sehr breites Feld an verschiedenen Garnen daheim, durch das, dass ich schon sehr, sehr lange nähe. Und der Nepak hat ja eine riesen Auswahl an Garnen. Ich bin jeden Tag da, also ich bin immer am Laufenden. Ich kann mir immer was mitnehmen. Ich probiere eigentlich alles aus. Und wie sagt man so schön, die schnurrt alles. Wenn ich die richtige Nadel dazu habe, die zu passend zum Stoff ist und diese ganzen Komponenten beachtet, die näht die alles wunderbar. Du hast eben auch gemeint, Denimgarne im Zusammenhang mit dieser Spulenkapsel. Ja. Dicke Garne, kein Problem, also mit passender Nadel. Ja. Und auch alle Sorten. Weil ich habe immer so den Eindruck, so Garne wie zum Beispiel das Gütermann extra stark. Das ist immer für mich so perfekt zum Testen eigentlich, weil eine Maschine, die das anstandslos verarbeitet, Ja, die das macht auch ist die genau anderen das. Sachen. Nee, ich habe mir da so ein Set geholt. Da sind verschiedene Farben drin. Genau dieses Gütermann extra stark. Ne, das macht es eigentlich anstandslos. Auch unten? Auch unten, ja. Ja, das ist dann schon mal gut, weil ich bevorzuge da das Denim Nummer 50, also dieses Ja. Jeans-Garn, weil das sich wirklich in verschiedenen Maschinen leichter verarbeiten lässt als extra stark, aber wenn Yuki mit dem extra stark kein Problem hat. Nö, also in Verbindung mit dieser Spulenkapsel, mit der speziellen, ist es Und der perfekt. passende Nadel. Und eine passende Nadel natürlich, das vergisst man meistens, aber das ist das Wichtigste. Ja, aber ansonsten mit den verschiedenen Garnen. Hat sie kein Problem. Nee. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der Mensch, der irgendwelche Supermarktgarne daheim hat, Ja. weil mit sowas arbeite ich gar nicht. Davon gehe ich aus. Ja, und deshalb habe ich auch kein Problem. Ja. Also von Markengarnen gehen wir grundsätzlich hier mal aus, Ja, einfach genau. vor allem bei den Kolleginnen. Ja, sowieso. Dann wollte ich noch fragen, für wen würdest du die DX7 empfehlen? Also kommt ein Kunde, eine Kundin rein, was ist das für ein Typ? Was stellt er für Anforderungen, dass du im Kopf hast? Da empfehle ich jetzt eine DX7. Ja, wenn jetzt jemand in den Laden kommt und sagt, ich habe noch gar nicht geschaut, ich brauche jetzt eine neue Nähmaschine, geben Sie mir eine, die alles macht. Ich meine, Ja. die muss was Dickes nähen, weil ich habe ein paar Jeans daheim und ich habe ein paar alte Hosen noch daheim, die ich aufarbeiten will. Und Taschen will ich noch nähen. Und ach ja, meine T-Shirts sind noch kaputt zerrissen. Ach, die Gardinen muss ich noch ändern. Dann ist für mich ja DX7 oder einfach eine DX-Baureihe perfekte Baureihe. Weil Ja. die einfach, ich kann es umstellen auf dünnes Material. Ich habe eine wunderbare Nähfußdruckverstellung. Bei der DX7 wäre jetzt ein Obertransportfuß auch noch im Lieferumfang dabei. Ich habe einen Anschiebetisch dabei. Das ist für mich eigentlich so das, wo ich sage, perfekt. Ja, also die DX-Reihe an sich, Ja. sie nähen ja im Endeffekt alle gleich. Ja. Die Unterschiede sind sehr fein. Deswegen ist eine ausführliche Beratung immer sinnvoll bei Ja. uns im Laden, weil es halt wirklich manchmal Kleinigkeiten sind. Wie du eben gesagt hast, mit diesen Drehreglern, Ja.
Hätte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Vielleicht, wenn die Maschinen da stehen und man sieht Ja, sie, aber jetzt so aus dem genau. Kopf. Nee, da hätte ich jetzt zum Beispiel spontan gewusst, dass die DX3 den Floating-Modus noch nicht hat. Genau, Und wenn ja. man den Das, haben möchte, dann eben ein ja, anderes der ist Modell. auch was, den habe ich jetzt ganz vergessen, den habe ich auch schon sehr oft verwendet, weil er einfach auch zum Beispiel im Winter, wenn ich eine Steppjacke habe, eine dicke, und da geht mir der Reißverschluss raus oder geht kaputt und den Ja. möchte ich ersetzen, da kann ich diesen Floating-Modus wunderbar anwenden, weil ich habe meinen passenden Nähfußdruck, aber einfach das Füßchen geht halt nicht so weit runter und ich kann das annähen oder einnähen, den Reißverschluss, ohne dass der Transporteur schiebt und in alle Richtungen schiebt. Ja, das ist immer so ein Als der dick Punkt. ist, ja. Es wird oft verwechselt mit dem Nähfußdruck. Ja. Aber der Druck ist ja trotzdem noch da, nur der Fuß Genau. steht ein bisschen höher. Da ist es auch ganz gefährlich, wenn man das mal benutzt hat Ja. und dann wieder an einer anderen Nähmaschine näht Ja. und hat dann so eine Stelle. Ich finde, es sind noch nicht mal die Steppjacken oder die Projekte mit Volumenvlies, obwohl man es da am besten sieht, wenn man es Ja. ausprobiert. Mir geht es oft so bei sehr. Bei bielastischem Jersey zum Beispiel, da kann ich stecken, was ich will und Fußdruck reduzieren. Es Ja, entsteht stimmt. immer mal so eine Welle obendrauf. Ja. Und dann sitze ich davor und denke mir so, ah, wenn ich jetzt, Den Floating-Modus hätte. genau, das ist das Thema, eine Funktion, die man nie benutzt hat, vermisst man meistens auch nicht. Aber Genau. wenn man die Wahl hat oder wenn Da man sind es wir, benutzt hat, genau, da sind wir wieder bei dem Thema, warum hast du so viele Nähmaschinen? Weil man einfach für jedes Projekt das Beste dann hat. ja, Marion, jetzt mal ehrlich, wie viele Nähmaschinen hast du? 14. 14, hast du ihn schnell nachgezählt? Nee, weil ich habe schon mehr gehabt, aber die Tochter hat eine gekriegt und die Enkelin und der Mann. Also, dann hast du eine Strichliste. Ja, Jetzt werden wieder genau. weniger. Also, Ja. du hast ja auch Naja. nicht nur ein Nähzimmer. Ja. Ich habe zwei Nähzimmer. Ja, nachdem die Kinder ausgezogen sind, bin ich halt in ein Kinderzimmer gezogen mit dem Nähzimmer. Aber ich habe mir gedacht, warum soll ich das zweite aufgeben? Das ist ja sehr praktisch. Ja, manchmal tauchen dann ein paar Luxusprobleme auf, dass man halt dann das eine Nähzimmer noch ein paar Maschinen stehen hat, ältere Modelle einfach, wo ich sage, da habe ich jetzt noch die alte Overlock stehen. Die ist halt in Schwarz eingefädelt. Jetzt, wenn ich was in Schwarz will, brauche ich nicht umfädeln, sondern laufe halt schnell in den Keller. Also, das ist mein Ziel. Ja, wenn es heiß ist, nähe ich im Keller. Und Okay. wenn ich eine schöne Aussicht will, dann gehe ich in den ersten Stock und setze mich ins Balkonzimmer. Da denke ich so oft dran, so, ha, wenn meine Kinder brauchen noch ein paar Jahre, aber ich gehe ganz oft in die obere Etage und erwische mich dann bei dem Gedanken, Beim Umzuräumen. wenn die weg ist, dann breite ich mich da auch noch aus. Okay. Naja, Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Ja, aber ich will ja nicht meckern. Also Ja. es geht auch mit weit weniger Platz. Auf jeden Fall. Aber jetzt so von deinen 14 Maschinen, zähl doch mal ein paar auf, dass vielleicht auch unsere Hörer dann einordnen können, wow, es ist alles da und trotzdem wird die DX7 zum Nähen benutzt. Ja, also die 880 Plus mit dem Stickmodul, frei am Stickmodul brauche ich natürlich. Dann habe ich die Brother XV, ist das Vorgängermodell, Nähstickkombi von der Brother XJ1. Ist die Der leer? Un genau, das ist die leer. Ist ja nur der Unterschied, dass die kein WLAN hat. Die Stiche sind halt ein bisschen anders, aber es ist eigentlich dasselbe Prinzip Modell. ist das gleiche, ja. Ja, weil wenn ich mit der Yuki nähe oder wenn ich mit der anderen Maschine nähe, kann ich halt da auch sticken oder umgekehrt. Dann habe ich noch eine Kombimaschine mit Cover. Genau. Eine Dann Coverlock, ja. eine Coverlock, genau. Dann habe ich im Keller eben noch die L50 MDA Bernina Overlock. Dann eben noch so ein älteres Singer-Modell Overlock, die ich
damals auch nicht dran getauscht habe, habe einfach stehen lassen, habe dann da die schwarzen Garne drin, weil wenn ich schwarz brauche, die macht auch alles, aber sie hat halt wenig Funktionen. Und dann habe ich halt noch ein paar so Liebhaberstücke aus den 70ern, Lady Yellow und Mr. Orange, die einfach Okay, sich ja. Knallorange und Knallgelb, Vollmetallmaschinen, die ich am Flohmarkt gekauft habe. Zum Teil waren sie noch ganz neu. Das waren einfach meine Traummodelle, die ich in der, ja, in meiner Anfangszeit, da war ich vielleicht 10 oder 11, wie ich angefangen habe, die wollte ich immer haben. Das sind so alte Privilegmodelle. Mein Dad hat gesagt, ja, spart dein Taschengeld, dann kannst du die kaufen. Hat zum damaligen Zeitpunkt Mitte der 70er 599 D-Mark gekostet. Habe mir natürlich nie Geld. leist, ja, niemals leisten können von dem bisschen Taschengeld, was man damals gekriegt Ja. hat. Habe ich halt dann irgendwann einmal am Flohmarkt gesehen und habe mir die dann gekauft und wieder hergerichtet. Laufen auch wunderbar. Ja, die DX7 habe ich eben noch und von diesen Modellen habe ich halt auch noch mehr auf Halde stehen, sozusagen, weil da gibt für diese Privilegmaschinen gibt es ja keine Ersatzteile mehr. Und wenn ich wieder Ja. was gesehen habe, habe ich mir die wieder geholt. Oder eine alte, genau, eine noch eine alte Privileg, die auch am Flohmarkt gekauft habe. Die hat der Mann verkauft, die, weil die Frau schon gestorben ist. Ja. Es war eigentlich fast ein Neugerät, ist ein Privileg und wurde eigentlich vom Brasser gebaut. Genau, da habe ich gerade dran gedacht. Es sind ja ganz viele Brasser- und Janome-Maschinen Ja. früher als Privileg verkauft worden. Genau. Hatte ich auch. Ich habe angefangen mit einer Privileg, die eine Brasser war. Und, danach eine Brasser gekauft. Und diese beiden Modelle, die gehen mir auch immer noch so im Kopf rum. Ich habe immer die vorherige Maschine verkauft, um mir die nächste zu kaufen. Also ich habe immer getauscht. Aber ich nehme mir fest vor, wenn mir von diesen beiden Maschinen irgendwo mal eine über den Weg läuft, Dass man die über sich wiederholt. Kleinanzeigen oder auch über Ja. unseren Lagerverkauf, da, also die Genau. Stickmaschine, die ich hatte, könnte ja mal im Lagerverkauf sein. Dann denke ich mir immer, wenn ich mal Platz habe, dann Ja. stelle ich die mir aus reiner Nostalgie irgendwo hin. Und die erste Privileg war tatsächlich auch gelbgrün. Ah, okay. Ja, Also da ich gab es hätte ja die. dann Mr. Yellow Green. Nee, und die allererste Maschine, mit der ich überhaupt in Kontakt gekommen bin, ist eben diese alte Singermaschine von meiner Oma mit diesem schmiedeeisernen Gestell und die Holzmaschine, die hat nur einen Geradstich vor und zurück. Ja. Und die steht bei mir noch im Wintergarten. Als Liebhaberstück, einfach als Andenken an meine Oma. Ja, ich habe eine als quasi geerbt von einer Großtante und ich sage immer, ich habe sie hergerichtet, ich habe sie hinbekommen. Ich kann auch nähen, wenn der Strom ausfällt. Ah ja, genau. Ja, ne? Also Ja. mit einer Drehmaschine sind wir immer auf der Ja. sicheren Seite, also wir können auch ohne Strom nähen. Ja, genau. Und dann stehen halt nur zwei alte, wie sagen die Kunden immer, kann ich mein Eisenschwein Ja. zum Kundendienst bringen, diese alten Pfaff 260er. Ja. Eine habe ich von meiner Tante geerbt, die gestorben ist. Und die andere hat mein Mann angeschleppt und gesagt, oh, du magst doch immer gern alte Maschinen richten. Und deshalb sind es halt jetzt so viele. Aber es gibt für jeden Einsatzzweck die passende Maschine und Genau. man kann auch Maschinen sammeln. Also Ja. jeder hat ein anderes Hobby. Du hast neben dem Nähen halt auch noch das Sammeln von Nähmaschinen. Genau. Ja, damit sind wir schon am Ende angekommen. Sollte jemand jetzt noch Fragen haben an die Marion zur Yuki DX7, dann könnt ihr uns die gerne zukommen lassen, direkt an den Nähpark, entweder über Instagram oder Facebook. Schreibt uns eine Nachricht. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an service@nähpark.com mit dem Hinweis, dass es um den Podcast geht. Entweder leiten wir es an die Marion weiter oder beantworten euch die Frage direkt. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal ein Sammelspecial zu bestimmten Fragen oder Maschinen. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. Dann bedanke ich mich bei dir für das nette Ja, gerne. Gespräch über deine Yuki Gerne. DX7
Und ihr könnt jetzt weiternähen oder sticken und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.